Für die Passwörter muss man natürlich in die Bayern Cloud rein und dann auf Administration schalten, um Schülern Passwörter zu geben. Dann hier auf die Schüler, also auf diesen Pfeil klicken. Und wenn ich dann hier bin, kann ich die ganze Klasse, entweder Namen oder die ganze Klasse eingeben und dann kommen viele Schüler der Klasse. Gibt aber noch einen Trick. Ich muss dann nach unten scrollen, weil da kommen nur die ersten 10. Und statt 10 klicke ich hier auf alle, damit wirklich alle Schüler dieser ganzen Klasse angegeben werden. So, und wenn ich diesen Haken aktiviere, dann sind alle Schüler aktiviert. Also wenn ich allen Schülern ein Passwort geben muss, sonst muss ich mir die aussuchen, die ein neues Passwort brauchen und die anderen eben nicht. Dann der nächste Schritt ist hier auf Accountbriefe klicken. Also wenn ich hier hinklicke, ich mache immer PDF-Liste, aber man kann auch alles Mögliche machen, aber Liste ist ganz praktisch. Draufklicken, dann werde ich gefragt, soll ich es wirklich machen? Jawohl, okay, ich will es wirklich machen. Alte, das Passwort ist weg. Und hier ist die PDF-Datei. Die ist interessant. Die klicke ich an. Wenn es eine ganze Klasse ist, erscheinen hier also ganz viele. Und das kann man hier ausdrucken und speichern. Und die, also ich tue immer mit der Schere das dann hier so mal ausschneiden und die Schnipsel vergeben. Und die Schüler haben ein Passwort und fertig. Und dann kann man hier, ich habe ein Video gemacht, erste Anmeldung mit den Schülerinnen wissen, was sie tun sollen, Messenger und so weiter und so weiter. Dann mit dem Passwort können sie spielen, das schaffen die schon. Hier ist der Klassenchat erklärt, das ist alles, das läuft dann schon.